Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich will heute euch mal zeigen, wie man so ein geiles Getränk machen kann. Das geht eigentlich ganz leicht. Man braucht dazu Johannisbeertee. Den muss man erst aufkochen und dann muss man es halt kalt werden lassen. Den gießt man jetzt in so ein Glas rein oder wie jetzt hier in so einem größeren mit Strohhalm. Dann legt man hinzu frische Erdbeeren und Himbeeren. Und wenn das alles drauf fertig gemacht ist, gießt mir noch ein bisschen mit Sprite hin. Also gießt mir noch ein bisschen Sprite hinzu. Ich zeige es euch jetzt mal. Hier ist jetzt der Johannisbeersaft. So viel ungefähr, das reicht schon. Also für so ein Glas. Dann ein paar Himbeeren und Erdbeeren hineingekippt. Ja. Jetzt gieße ich noch die Sprite hinzu. So, und so sieht es jetzt zum Schluss aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch natürlich Eiswürfel hinzu machen. Das ist dann sehr, sehr erfrischend im Sommer auch. Also das schmeckt dann noch viel, viel besser, als es jetzt schon ist. Und ich finde, es ist einfach nur geil, dieses Getränk. Ihr könnt es ja mal selber nachmachen. Könnt es ja mal ausprobieren. Also am besten lagert ihr den Johannisbeertee im Kühlschrank, dass er auch schön kühl ist. Und die Sprite auch. Genauso wie die Erdbeeren und so. Dass alles schön kalt ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst einen Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns mal das nächste Mal.